Hallo und willkommen zum heutigen Video. Heute wird es wieder kulinarisch. Ich komme zurzeit wirklich leider überhaupt nicht zum Filmen, beziehungsweise so gut wie nie zum Filmen. Aber essen muss ich ja. Und ich finde, die Kamera aufzustellen, während ich koche, ist nicht so schlimm. Und das Editieren geht eigentlich mittlerweile auch ganz schnell. Und deshalb habe ich für euch wieder ein Food Diary gefilmt. Heute möchte ich euch gerne drei Ideen für One-Pot-Pasta zeigen. Ich liebe One-Pot-Pasta. Es geht schnell, man braucht genau nur ein Geschirr. Und dadurch, dass das Pasta, also die Nudeln, direkt mit allen anderen Zutaten gekocht werden, ist das alles immer so aromatisch und lecker. Also falls es euch interessiert, dann möchte ich euch wie immer gerne einladen, weiterzuschauen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Dieses One-Pot-Pasta koche ich mit beliebigen Pilzen. In den meisten Fällen nehme ich, so wie jetzt hier, Creme-Champignons. Es schmeckt aber auch ganz gut mit Shiitake-Pilzen oder mit Steinpilzen. Als erstes schneide ich die gewaschenen Pilze in kleine Stücke. Dann wird entweder eine kleine Zwiebel oder die Hälfte von einem größeren Zwiebel klein gehackt. Optional sind auch ein paar Chili-Stücke. Entweder koche ich dieses Pasta mit Spaghetti, die natürlich kein Ei drinnen haben. Manchmal nehme ich auch ganz gerne Spiralnudeln. Damit die Soße richtig cremig wird, nehme ich immer irgendwelche pflanzliche Milchalternative, zum Beispiel Sojatrink, Mandeltrink oder Hafertrink. Dann braucht man Olivenöl, Salz und Pfeffer oder optional, so wie ich es mache, Gemüsebrühe. Die Soße kann eventuell mit Kartoffelstärke verdickt werden. Ich tue es nicht, aber es ist eine Möglichkeit, deshalb wollte ich es euch zeigen. Als erstes erwärme ich in eine Pfanne eine kleine Menge von dem Olivenöl. Danach kommen die Zwiebeln und die Chili-Stücke in die Pfanne. Ich schwitze sie ganz kurz an. Und als nächstes kommen hinein die Pilze. Die Pilze werden ganz kurz angeröstet und dann kommt hinein Salz und Pfeffer. Optional könnt ihr statt Salz eben so eine Gemüsebrühe nehmen. Natürlich ist es viel gesünder, eine frisch gekochte zu nehmen, aber das hier funktioniert auch wunderbar. Als nächstes wird die pflanzliche Milchalternative dazu gemischt. Ihr könnt auch gerne eine pflanzliche Sahne nehmen, dann ist es noch cremiger. Und dann gebe ich immer die Nudeln hinein. Wenn man Spaghetti nimmt und der Topf nicht weit genug ist, lohnt sich auf alle Fälle, die Spaghetti in der Mitte zu brechen. Bei Spiralnudeln ist es natürlich um einiges einfacher. Danach decke ich den Topf zu und lasse das Ganze kurz köcheln. Immer wieder mache ich den Topf auf, gebe ein bisschen mehr Wasser oder pflanzliche Milchalternative hinein und rühre das Ganze um, damit das Pasta nicht kleben bleibt. Danach wird der Topf wieder zugedeckt. Ich lasse es wieder ein bisschen köcheln. Später schaue ich wieder nach, ob da noch genug Flüssigkeit ist. Ich rühre das Ganze um, dann kommt wieder entweder Wasser rein oder irgendein Sojatrink oder was auch immer ich gerade benutze. Und so mache ich weiter, bis das Pasta fertig gekocht ist. Meiner Erfahrung nach muss ich immer das Pasta etwas länger kochen, als was auf der Verpackung steht. Also wenn es zum Beispiel steht, dass die Spaghetti 8 Minuten gekocht werden sollen, koche ich es meistens so fast eine Viertelstunde, damit sie wirklich al dente sind. Zum Schluss mag ich immer ganz gerne auch noch ein bisschen Bierhefe hineinmischen. Und als das Tüpfchen über i kommt noch hinein Petersilie. Wenn ich frische Petersilie habe, schmeckt das natürlich um einiges besser. Wenn ich sie gerade nicht habe, kommt hinein einfach eine tiefgekühlte und es ist auch ganz okay. Danach bleibt nur mehr servieren und genießen. Für dieses Pasta brauche ich würfelig geschnittene Tomaten und klein geschnittene Karotten. Sehr oft schneide ich dazu noch einen Paprika, den schneide ich dann meistens auch sehr klein. Ich habe hier weiterhin ein paar Stücke von einer Chilischote und drei Knoblauchzehen. Im Hintergrund steht Olivenöl und Pizzagewürz.
einen Krug Wasser und dann gibt es da in der linken kleinen Schale Basilikum und Gemüsebrühe. Die Gemüsebrühe nehme ich wieder zum Würzen, dann brauche ich kein Salz. Stattdessen kann man einfach Salz und Pfeffer nehmen und Wasser oder frisch gekochte Gemüsebrühe. Und zum Schluss kommt wieder die Bierhefe hinein, das mag ich ganz gern. Und wenn man es cremiger haben möchte, kann man ganz gern entweder eine pflanzliche Sahne oder eine pflanzliche Milchalternative dazu mischen. Das lasse ich meistens weg, aber es ist auch eine Möglichkeit. Ich gehe im Prinzip genauso vor wie bei dem ersten Pasta. Also als erstes wird ein wenig Olivenöl in eine Pfanne aufgewärmt. Als nächstes kommen hinein die klein gehackten Chilischotten. Wenn man überhaupt nicht gerne scharf isst, kann man das natürlich weglassen. Danach presse ich hinein die 3 Knoblauchzehen. Und dann kommt auch schon dazu das restliche Gemüse. Als nächstes kommt Basilikum hinein. Ich habe leider kein frisches gehabt, also habe ich leider ein tiefgekühltes nehmen müssen. Und danach gebe ich dazu noch ein bisschen von dem Pizzagewürz, weil da ist Oregano dabei und auch noch ein wenig Basilikum. Und ich finde, dass diese Gewürzmischung dem One-Pot-Pasta wirklich sein angenehmes Aroma verleiht. Danach gebe ich in den Topf auch schon mal die Nudeln und warmes Wasser. Das Ganze wird ordentlich umgerührt, entweder gesalzen oder so wie in meinem Fall mit der Gemüsebrühe gewürzt. Und dann decke ich den Topf zu und das ist im Prinzip das gleiche Spiel wie bei dem vorigen Pasta. Also man muss regelmäßig umrühren, damit das Pasta nicht kleben bleibt und dann wieder zudecken, köcheln lassen und so weiter. Ich glaube, ihr habt es mittlerweile schon eine Vorstellung, wie es weitergeht. Dadurch, dass das Pasta direkt mit dem Gemüse gekocht wird und mit den ganzen Gewürzen, wird es so richtig aromatisch. Und zum Schluss gebe ich wieder ein bisschen von Bierhefe hinein, dann wird das Ganze noch einmal umgerührt und dann darf ich schon mein nächstes Pasta genießen. Voilà, unser zweites One-Pot-Pasta ist fertig. Hier habe ich schon mein Gemüse und die restlichen Zutaten. Bei dem Gemüse kann man beliebig variieren. Ich habe heute beschlossen, dass da Brokkoli, Paprikas, Karotten, Pilze und Frühlingszwiebeln hineinkommen sollen. Im Hintergrund stehen die Reisnudeln, Sojasprossen, zerdrückte Erdnüsse, Wasser und Sojasauce. Und hier nochmals das Gemüse. Übrigens die Pilze, das sind Creme-Champignons und Kräuterseitlinge. Und in der rechten Ecke sind ein paar Knoblauchzehen und ein paar Stücke Chili. Keine Überraschung, als erstes kommt wieder Öl in die Pfanne hinein, diesmal nehme ich aber Erdnussöl. Als nächstes röste ich ganz kurz die Chili-Stücke an und dann kommen auch schon die gepressten Knoblauchzehen hinein. Zeit für das restliche Gemüse. Ich rühre das Gemüse um, damit es auch regelmäßig angeröstet werden kann. Ich röste das Gemüse bei einer sehr hohen Hitze und auch nur ganz kurz, damit es noch immer knackig bleibt. Und zum Schluss kommen die schräg geschnittenen Frühlingszwiebeln hinein. Dann die Sojasauce und ein bisschen Wasser. Und dann kommen auch schon die Reisnudeln hinein. Alles wird ordentlich durchgerührt. Ich reduziere auch schon die Hitze. Die Reisnudeln werden eigentlich sehr schnell gekocht, dadurch dauert das hier nicht so lange. Zum Schluss drehe ich die Hitze ab und dann kommen noch die frischen Sojasprossen hinein. Und als letztes kommen noch die entweder geriebenen oder zerdrückten Erdnüsse drauf. Und dann sind wir auch schon fertig.
das war's mit heutigem Video. Ich werde jetzt auch gleich weiter tun müssen. Ich habe so viel für die Uni zu tun, aber ich freue mich, dass ich zumindest zu dem Food Diary gekommen bin. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls es denn so war, würde mich wie immer ein Däumchen hoch freuen. Und genauso würde mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Entweder hier mit dem Button direkt oberhalb von mir oder hier mit dem roten Button unten. Und ihr könnt mich auch gerne auf Instagram besuchen. Link dazu gibt es in der Info unten. Und ich verlinke euch unten noch ein paar Videos, die für euch interessant sein könnten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr erholt es euch gut. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!